Und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Hertha BSC Trainerkarriere hier auf meinem Kanal. Bevor es heute Mittag, heute Nachmittag ungefähr losgeht mit dem FIFA Mobile Livestream, weil ich habe ja gesagt, dass ich heute Livestream werde, ich würde mich freuen, wenn ihr heute einschalten würdet, geht's hier weiter mit der Hertha-Karriere. Ihr habt es ja mitbekommen, echt, Bruno Labbadia ist jetzt neuer Trainer der Hertha. Wir machen natürlich hier weiter mit unserer Karriere und wir müssen heute rein gegen den FC Bayern München und in der Europa League gegen den AC Mailand. Wolfsburg werde ich, denke ich mal, noch mitnehmen als Simulation und dann als nächstes in der nächsten Folge Mailand-Rückspiel, Hamburg und Leverkusen. Das wird eine geile Folge, gerade gegen den FC Bayern habe ich einfach mega Bock zu zocken. Und einer der Kommentare der letzten Folge hat mich wirklich gefreut. Simon Kraus hatte geschrieben: Dennis, deine Videos werden von Tag zu Tag besser. Mach weiter so. Vielen, vielen Dank, Simon, und vielen Dank für eure ganzen Kommentare. Ich habe euch beim letzten Mal gefragt, in welchen Stadien ihr schon alles gewesen seid. Jemand war im Parc des Princes, in Paris, wo Neymar eine gelb-rote Karte bekommen hat. Signal Iduna Park. Eigentlich war so gut wie jedes Stadion dabei. Ich gehe nochmal ganz kurz rein hier in die Spielertrainingseinheiten. Simuliere das Ganze. Ich mache das ja immer per Simulation. Haaland jetzt hier auf die 79er Gesamtbewertung gepusht. Sehr, 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 sehr schön. Und mal gucken, ob die Spieler fit sind. Ich simuliere mal noch den einen Tag, weil das ist ja mein Problem, was ich habe. Aber das sieht doch wunderbar aus. Das heißt, wir können wieder unsere beste Aufstellung auf den Platz stellen. Gerade gegen den FC Bayern München ist das ja notwendig. So, Haaland und Piontek vorne drin. Dann nehmen wir natürlich Draxler mit rein, aber für Klünter. Dann Karim Rekic spielt wieder für Boyata. Arne Meyer kommt rein für Granit Xhaka. Der hat sich ja mehr oder weniger durchgesetzt gegen Granit Xhaka. So, dann nach rüber am Kasten. Und das müsste doch jetzt... Ne, Rashica noch. Genau, Rashica noch rein und dann passt das so. Das ist unsere Startaufstellung, sage ich mal. Kunja werde ich, denke ich, mal einwechseln. Plattenhardt kommt hier noch rein für Klünter. So mache ich das. Let's go, ab gegen den FC Bayern München. Ich hab Bock. Und das Ganze in der schönen Allianz Arena. Obwohl, die Allianz Arena ist es ja nicht mehr, ne? Bayern hat ja die Rechte an Konami abgegeben. Konami hat ja die exklusiven Rechte für die Allianz Arena. Aber trotzdem sieht es geil aus hier mit der Choreo, mit dem FC Bayern Logo, mit den ganzen Fans, die hier im Stadion sind. Ja, mal gucken, wann es in echt wieder weitergeht mit der Bundesliga, ne? Aktuell Plan Anfang Mai. Ich hatte Bock drauf, auch wenn es Geisterspieler sind, Leute. Das ist, da können wir, denke ich mal, alle drüber hinwegsehen, oder? Wenigstens können wir wieder ein bisschen Fußball gucken. Das ist doch die Hauptsache. Und die haben den Toni Kroos gekauft? Lol, Toni Kroos bei den Bayern. Da unten läuft die Aufstellung lang, Leute. Kimmich, Süle, Hernandez, Alaba, das ist noch alt, sag ich mal. Dann Olemar ist auch bei den Bayern. Fabian, was haben sie denn da alles gemacht? Serge Gnabry, Lewandowski im Sturm. Toni Kroos jetzt hier. Auf Serge Gnabry. Was gibt's jetzt? Abseits oder was? Huh, ein Glück. Schöner Ball auf Milot Rashica. Rashica. Erster Abschluss. Da war rechts alles frei. Der hat Alaba gepennt. Und unsere erste Ecke im Spiel. Die Ecken kriege ich aber nie so wirklich gefährlich rein. Oh, jetzt nochmal, jetzt nochmal, jetzt nochmal. In der Mitte, Haaland. Oh. Der Brecher mit dem Babyface in der Mitte. Nein, nicht ich. Es war dumm, Leute. Es war dumm. Es ist heute mal wieder ein Tag, wo ihr dumm unten reinschreibt, in die Kommentare reinschreiben könnt. Und ich werde das nicht löschen, sondern ihr habt jetzt hier die Aufforderung von mir, dumm in die Kommentare zu schreiben, weil ich hätte den Ball einfach nur mit Rehkick rausschlagen müssen und ich wollte es halt spielerisch lösen. Und das ist mal komplett in die Hose gegangen. Haaland, Erling Haaland gegen den FC Bayern. Erling Haaland mit seinem Tor. Komm, macht er den Griezmann-Torjubel hier, der Haaland. Zack, schöne Kombination. Piontek, Haaland. Und dann steht Haaland da und den muss er machen. Und er macht ihn. Und wir gleichen hier wieder aus, Leute. Jawohl. Mit einem Unentschieden gegen den FC Bayern, muss ich schon sagen, wäre ich zufrieden. Aber noch zufriedener wäre ich mit einem schönen Auswärtssieg. Das ist mal ganz klar. Ja. Ein Glück pfeift der Schiedsrichter hier noch den Freistoß. Leute,
Ich bin Freistoß-Experte, ganz klar. Aber Julian Draxler macht den natürlich, Mann. Der hat schon bei uns ein Freistoß-Tor gemacht, also schießt den Draxler jetzt auch hier. Julian Draxler, Leute, wenn er reingeht, Eskalation. Oh, vor der Halbzeitpause geht Lucas Hernandez hin wie sonst was. Und das gibt den Elfmeter, glaube ich, ne? Oder war es vor? War die Grätsche vor dem Strafraum? Vor dem 16er? Ich kann es doch, ne, müsste innerhalb des 16ers sein. Bedeutet, jawohl, Elfmeter. Und lasst mich den jetzt einfach reinmachen. Komm, Erling Haaland macht ihn. Erling Haaland rotzfrech unten in die Mitte. Woanders wäre es eh nicht sinnvoll hinzuschießen. Aus meiner Sicht. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Da bleibt Neuer stehen. Ja. Ja, das war so schön gespielt. Das war so schön gespielt. Und wer war es? Julian Draxler. Faust in die Facecam. Faust in die Facecam. 1:2. Julian Draxler. Und die Vorarbeit, die muss ich mir nochmal reinziehen hier. Wer ist das? Rashica, ne? Rashica vernascht die ganze Bayern-Abwehr. Und dann steht da blitzeblank der Julian Draxler auf der anderen Seite. Zack. Bam, Alter. Jawohl. Puh. Ich hätte mich auch, Leute, ich hätte mich wirklich mega, mega geärgert, hätte ich hier nicht noch irgendwie das Tor gemacht, weil ich habe wieder den Elfmeter vergeigt. Egal, wir führen. Jawohl, Götze. Haaland. Erling. Haaland muss ich auf links legen. Erling Haaland, der ist drin. Erling Haaland, der ist drin. Unfassbar hier, Leute. Ich raste aus. Erling Haaland mit seinem nächsten Tor, mit dem Doppelpack hier. Da. Genau da hatte ich gesagt, ich muss mich nochmal drehen, weil Haaland ist Linksfuß. Und dass er den dann so reinhaut. Süle lässt sich da vernaschen und Manuel Neuer sieht da auch nicht ganz so gut aus. Ne? Den kann man schon mal halten, finde ich. Aber egal, Leute. Egal. Wir machen das 1:3 auswärts. Und wer kommt bei den Bayern rein? Ilkay Gündogan haben sie auch gekauft. Junge, 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 Junge. Also die Bayern waren auf jeden Fall sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Genauso wie wir. Aber wir führen hier 1:3. Gegen den Tabellenführer. Die Bayern sind auf Platz 1 der Bundesliga. Noch. So, komm. Wir haben die Kontermöglichkeit nochmal. Also alles über einen 3:1 wäre ekelhaft. Gegen den Rekordmeister aus München. Wir müssen bloß kein Tor mehr hinten reinlassen. Lewandowski, Kimmich. Lewandowski, Flanke. Aber was ist das denn? Was ist das denn? Ein Glück kommt der Pass aus dem Strafraum an zu uns und nicht wie beim ersten Gegentor. Es ist verdammt nochmal Erling Haaland. Es ist unfassbar, Leute. Der hat gerade mal eine 79er Bewertung und guckt euch dieses wirklich traumhafte Tor an. Da gehe ich mit Haaland durch, da wird er am Trikot gezogen, zack, dann drehe ich mich und dann schieße ich wieder so schön schnibbel die Schnabbel die Schnupp und der geht wieder rein. Erling Haaland. Kranker Typ. Kranker Typ. Leute, mögt ihr auch Erling Haaland? Feiert ihr Erling Haaland? Schreibt unten rein in die Kommentare. Junge, sein drittes Tor gegen FC Bayern. 10 Tore in der Bundesliga. Läuft bei ihm. 3 Minuten Nachspielzeit gibt's, also die 3 Punkte nehmen wir auf jeden Fall mit nach Berlin. Hä? Ach, abseits, ich wollte schon sagen. Die 3 Minuten Nachspielzeit sind ja noch nicht rum. Aber anbrennen wird hier natürlich nichts mehr. Das ist ja auch ganz, 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 ganz klar. So, Haaland. Oh, da hätte Götze durchgehen können. Durch die Lücke, wenn er da durchstartet, wäre es vielleicht nochmal. Aber egal, Leute, 1:4, ich bin mega zufrieden. Gegen den FC Bayern München nehmen wir 3 Punkte mit und dann noch so ein Ergebnis. Und bei wem können wir uns bedanken? Richtig, derjenige, der hier gerade den Ball mitnimmt, bei Erling Haaland. Also ich glaube, jetzt wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Gegen AC Mailand, Europa League, Viertelfinale.
Was ist im Büro los? Kibrit? Was ist mit ihm? Boss, würde ich gern über mein Gehalt reden. Werden wir uns bald vornehmen. So mache ich das. Monatliches Scouting-Update von Wallet. Der ist in Brasilien unterwegs. Hier, den Henrique, den kann man mal verpflichten. Ich habe auch ein paar andere, die können wir uns gleich mal angucken, die ich auch schon verpflichtet habe. Hier im Jugendstab in der Jugendakademie, nämlich den Radmann hier, der Keeper, der gar nicht so verkehrt aussieht, den wir auch schon in die erste Mannschaft holen könnten. Dann hier den Henrique, dann haben wir den Kaiser und dann haben wir noch André Schmitz. Die werde ich einfach mal alle so in der Jugendmannschaft lassen. Vielleicht nehmen wir den Radmann mit. Was meint ihr? Sollen wir uns einen von denen verpflichten oder sollen wir nochmal abwarten vom Scout? Oh, das geile AC Mailand-Trikot, ne? AC Mailand ist schon so ein Verein, der einfach Legendenstatus hat. Ist einfach so. AC Milan, mal gucken, was sie für Spieler, ne, auf dem Platz haben. Götze ist nicht mehr so ganz fit. Minimal ist da weg, aber kann man spielen lassen. Und so werde ich auch reingehen gegen AC Mailand. Natürlich auf Legende. Und ab geht die Fahrt. Ja, sieht echt geil aus hier, ne? Mit der Mannschaftsausstellung. Ich habe jetzt die ganze Zeit abgewartet, weil ich unbedingt die AC Mailand-Aufstellung sehen möchte. So in dieser Grafik hier. Götze und Denaya sind gelb vorbelastet, aber da mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen, dass ich da irgendwie noch eine Strafe bekomme. Ich wollte noch AC Mailands Dings sehen. AC Mailands Aufstellung. EA, was ist da los? Mannschaftsfoto schön und gut, aber jetzt, oder? Gibt's jetzt die Aufstellung? Den einzigen Spieler, den ich hiervon erkenne, ist Hakan Çalhanoğlu. Alle anderen sind Gamefaces, die ich nicht so wirklich erkenne. Ah, da haben wir es doch. Parejo, Moreno, Cassie, William, José im Sturm, Leao, Çalhanoğlu, Bonaventura. Okay, es ist jetzt keine Mannschaft, wo ich sage, Alter, wen hat sich da den AC Mailand eingekauft? Mal gucken, wie sie zusammen harmonieren und zusammen spielen werden. Abfahrt. Let's go. Nein, das war abseits. Oh, schade, ey. Das war aber gut durchgegangen, ne? Der Piontek. Die ersten Minuten sind gespielt. Und das war die erste kleine Annäherung, auch wenn es abseits war. Zählt der? Und das ist Çalhanoğlu. Und guckt euch an, wie verrückt er ist. Was macht der denn da? Der jubelt alleine. Unfassbar. Also AC Mailand spielt irgendwie ganz anders als Bayern. Flanke, Götze steht da, Rashford steht da und keiner geht irgendwie hin. Hakan Çalhanoğlu hat da freie Laufbahn. Geht da einfach, guckt euch das an, ey. Götze, was ist das für eine Abwehrarbeit? Lauf, jawohl, der ist gut durchgesteckt. Erling Haaland, Mann. Das ist seine Folge heute. Das ist seine Folge, wenn ein viertes Tor heute. Mann. Erling Haaland bringt uns wieder hier in die Erfolgsspur. 1:1. Und er jubelt mit der Ostkurve, Leute. Hier, Vorlage kam von Piontek und Haaland geht da natürlich überragend durch. Und dann macht er den auch. Bam, Alter. Meint ihr, wir wären auch so erfolgreich, hätten wir Haaland nicht verpflichtet? Weil irgendwie ist Haaland in letzter Zeit, der macht Tore wie am laufenden Fließband. Hätte Kunja diese Dinge auch so gemacht? Weiß ich nicht. Also ich werde natürlich Kunja auch immer wieder spielen lassen, ist klar. Weil ich möchte den nicht vergraulen, sage ich mal. Weil ich finde Kunja auch ein mega Spieler. Aber wir haben halt so viele. Okay, so viele Spieler haben wir nicht. Weil wir haben ein Kaderproblem. Gerade was so angeht in den englischen Wochen, dass wir dann halt keine fitten Spieler mehr haben. Also wir müssen hier und da einen Spieler verkaufen. Marius Wolf hat sich schon gemeldet, dass er weg möchte. Ja, weil wir halt nie alle spielen lassen können. Gerade in der Abwehr tausche ich halt nicht so häufig aus, weil Marius Wolf ist Rechtsverteidiger und auf rechts habe ich Rashica. Auf rechts habe ich einen. Kann ich Mittelstädt spielen lassen? Da gibt es viele Möglichkeiten. Also gucken, was wir da machen werden. Das war schön gespielt. Rashford. Markus Rashford. Ab in die Mitte. Draxler. Nein, der Abwehrspieler steht da. Mann, ey, das hätte das 2:1 sein müssen. Mann, ich komme hier nicht mehr nach vorne, Alter. AC Mailand schnürt mich ein. Jetzt vielleicht mit einem Abschlag, weil die Abschläge liebe ich ja in FIFA. Aber der war jetzt nicht so gut. Ah, nee, ich komme auch gar nicht vorbei da.
Ach Mann, Alter. Jetzt lauf. Erling Haaland. Nein, die Grätsche ist absolut perfekt vom Milan-Verteidiger da. Mann, Alter. Jetzt aber, komm. Ich möchte hier gewinnen. Haaland. Haaland. Haaland mit rechts. Haaland mit rechts. Und das ist halt so. Mann, ey. Mit links wäre er vielleicht drin gewesen. Vielleicht drin gewesen. Ich wechsle Granitxhaka mal ein, ja. Wenn mir das hier schon angeboten wird. Die Ecke. Ich glaube, ich habe noch nie eine Ecke reingemacht. Haaland nochmal mit der Flanke. Auf Xhaka. Und ich verliere den Ball. Lauf, Rashford. Lauf, jetzt habe ich Platz, Piontek, Piontek, Junge! Faust in die Facecam! Hätte ich die Ballrolle nicht gemacht, hätte mich der Abwehrspieler da wieder geblockt mit der Grätsche. Guckt euch das an, Christoph Piontek hier, schön freigelaufen von Rashford ab in die Mitte. Da, diese Ballrolle, hätte ich die nicht gemacht, glaube ich, dann hätte die Grätsche perfekt gesessen. Gegen Piontek, aber egal, Leute, guckt euch das an. Zack, jawohl, Leute, wir gehen in Führung. Ganz, ganz wichtiges Tor. Weil die Auswärtstore zählen ja quasi doppelt, muss man sich so denken, ne? Gerade in der, also in der Europa League, im Pokalwettbewerb. Also war es ein enorm wichtiges Tor, was wir hier gerade gemacht haben. Jawohl, jetzt lauf, lauf, in der Mitte. Nein, Granitxhaka, der ist doch nicht so schnell. Granitxhaka lädt die Bomben ab und ich glaube, ich hätte noch ein paar Meter gehen können mit ihm. Hätte. Fahrradkette. Ecke gibt's. Rekik. Kommt nicht zum Kopfball, aber wir bleiben im Ballbesitz. Ein zweites Gegentor wäre absolut Gift. Überragend, Niklas Stark. Und ein 3:1 wäre ein Träumchen. 3:1 wäre ein Träumchen. Ab nach unten. Rashford. Flanke. Und die Abwehrarbeit von einem AC Mailand-Spieler. Ja, und es gibt wieder eine Ecke. 89. Minute. Es könnte dann auch gleich vorbei sein. Und das war der erste Kopfball, der etwas gefährlicher von mir war. Niklas Stark. Befreiungsschlag. 3 Minuten Nachspielzeit. Wenn wir das jetzt klug anstellen, könnte das es eigentlich gewesen sein, Leute. Und das ist der Sieg gegen AC Mailand im Hinspiel. In der nächsten Folge gibt es dann das Rückspiel. Ich werde gleich noch gegen Wolfsburg simulieren in der Bundesliga. Ich bin mal gespannt, ob wir da gewinnen und wenn ja, auf welchem Platz wir dann stehen. Oder vielleicht mache ich noch ein Tor. Mache ich nicht. Der Schiedsrichter pfeift ab. 2:1. Faust in die Facecam. So, Wolfsburg im Berliner Olympiastadion. Gegen Liverpool verloren, unentschieden gegen Dortmund, 2:1 gegen Gladbach gewonnen und wir gewinnen 2:1. Rekik hat's gemacht in der 82. Überragender Mann. Morata haben die, Paulsen haben sie, Van de Beek, also Wolfsburg hat den Kader auch mal komplett umgekrempelt. Leute, auf welchem Platz stehen wir? Ach, jetzt ist es AC Mailand wieder dran, aber das gibt's erst in der nächsten Folge. Ich gehe nochmal rein in die Tabellen, weil ich bin auf jeden Fall interessiert, wie wir jetzt in der Bundesliga dastehen. Auf dem 4. Platz. Mega nice. Und sogar 4 Punkte vor Wolfsburg. Das war so wichtig, ne? Das Spiel gegen Wolfsburg gerade. Junge. So spannend in der Bundesliga. Ein paar Spiele sind noch zu machen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Ich bin raus. Haut rein und tschüssi.